Herzlich willkommen bei Your Need, Feuerwehr Willi, das bin ich. Es geht um diese Beleuchtungsgeräte. Vielen Dank an die Firma Gifas, dass ich das mal testen darf. Dann mache ich jetzt mal ein kurzes Köpfchen auf. Einfach so, genau. Okay. Ja, schön, ne? So, wir haben jetzt hier zwei Pärchen. Oder? Kein Gewicht. Kein Gewicht. Nee. Ja, made in Germany, Junge. Ja, sehr schön. Was ich gerade sehe, du kannst sie einzeln benutzen oder als Pärchen. Eine von diesen Beleuchtungseinrichtungen hat um die 36.000 Lumen. 36.000? Okay. Ja, also knapp, also 36 im Panzerquetsch, also 36.000. Oh, okay. Und dann gehen wir mal drauf. So. Ach, damit das ist das. Das sind Führungsstifte, dass du es nicht sich verdreht. Dann hast du nicht, dass du einen Hubschrauber dann irgendwann hast, wenn ein bisschen Wind kommt. Ne? Wie raffiniert. So, jetzt könntest du theoretisch nur das als Single benutzen. Ja. Dann musst du wieder jetzt den Sicherungshalter. Nee, wenn du mal richtig. Dann machen wir als Pärchen. Ich kriege ja nicht immer nicht genug. Genau. Okay. So, ich habe einmal ein Kabel für ein. Das wäre richtig, trotzdem. Das ist einmal für Einzel. Genau, Einzelbetrieb. Jetzt haben wir ja ein Pärchen. Oder für doppelt. Genau. Das doppelt. Genau. Das ist hier ein Unterschied ist, das war mit Absicht, damit man darauf achtet. Es gibt Feuerwehrbetrieb und es gibt nicht Feuerwehrbetrieb. Die werden ja nicht nur bei der Feuerwehr benutzt, auch für Baustellen, Ausleuchtung und so weiter. Da reicht ja meistens das, aber so für außen, für draußen, Spritzwasserschutz, kennt ihr diese Kappen, was wir bei der Feuerwehr immer grundsätzlich haben? Sind diese 67, EP 68, ne? Ich wollte es gerade sagen. Entschuldigung. Gut, das ist alles. Hier sind so Kappen drauf, die mach ich mal ab. Schmutzschutzkappen. Jetzt musst du hier gucken, weil die haben hier in der Nase, dass du, die kriegst du nicht in jeder Position reingesteckt. Zeig mal hier vorne nochmal. Die Nase hier. Ne? Da muss man drauf achten. Und Steckenrinski. Und wie wir sehen, habe ich doch gar nicht mal so gut gemacht. Okay. Connected. Das geht. Hochgeschoben, immer zu zweit. So, Ende. Mehr geht nicht. So, das war's. Ich würde sagen, es werde Licht. Oh, gut. Das ist immer gut. Ja. Alter. Eigentlich recht einfach. Ich brauche jetzt nur eine Sonnenbrille, weil ich finde das schon ein bisschen hell, ehrlich gesagt. Das sind jetzt ja. Jetzt haben wir insgesamt über 72.000 Lumen. 72.000 Lumen, also das kann man einfach addieren, ne? Genau. Also 36 ein paar Zerquetsche waren das gewesen. Also die Helligkeit ist 5000K. Dieser Lichteffekt oder diese Helligkeit, das ist die 5000K. Wir können nachher mal mit anderen Herstellern nochmal ein Video machen, wo wir mal ein bisschen vergleichen, wie sie mal machen. Ja. Hauptsache, sie machen Licht. Genau. Was mir sehr gut gefällt, ist, es ist sehr leicht gefühlt. Mhm. Also ich kenne auch andere Klopper, das ist manchmal... Ein schwerer. Gut, ich habe das aber, wo ich Beleuchtung gemacht habe, ist auch schon ein paar Jahre her, muss man fairerweise sagen. Es waren immer richtige Klopper. Also die LED-Technik ist schon faszinierend. Ja. Entsprechend mit LED habe ich dann eben die Möglichkeit, mit kleinen Aggregaten zu arbeiten. Man muss nicht immer mit großen 10 kV oder mit 5 kV Stromerzeuger arbeiten. Ne? Die werden immer kleiner, wie gesagt, die Fahrzeuge werden abgelastet, Führerschein, Personal, Fahrzeuggröße und dementsprechend müssen wir auch umdenken. Also ein 1000 Watt Strahler, wenn ich da 5 Stück hinstelle, habe ich 5 kW, also 5000 Watt. So, und jetzt habe ich hier... Wie viel Watt hat der? Weißt du? Bei dem muss ich mal schauen. Das ist nämlich auch das Interessante, wie viel Watt letztendlich. Ne? Ist klar, die sind alle hell. Ne? Viele Lampen sind ja auch hell, aber das sind natürlich auch wenig brauchen. Das ist natürlich das Interessante dabei. Ne? 250 Watt? Mhm. Also, 250 Watt? Also wir sind jetzt, also einer hat 250, das heißt, haben wir jetzt eben 500 Watt. Also halben KW. Halben KW, genau. Dann geht's. Ja. Also Beleuchtungseinrichtungen werden immer folgend aufgebaut. Beleuchtungseinrichtung wird immer vom Verbraucher zum Erzeuger aufgebaut. Das hat den Aspekt, dass ich mit spannungslosem Material arbeite. So, und das Gleiche beim Abbau ist das Gleiche vom Erzeuger zum Verbraucher abbauen. Mhm. Dass ich wieder, wenn ich dann abbaue, dass ich wieder mit spannungsfreies Material arbeite. Das hat Sicherheitsaspekte, deswegen wird das im Grundsätzlich immer so gemacht. Uns mitgeliefert worden also auch ein Personenschutzschalter, das ist eigentlich, ne? Ja. Also wenn man sich an einem fremden... PRCD. Minus S. Ja. Habe ich auch gesagt. Ja. Yeah. Personenschutzschalter. Genau. Fachjargon. Da kennt das jeder eben. Also in der Regel bringt man sich ja, wenn man sowas benutzt, ja eigenen Strom mit. Ne? Richtig.
Wenn man aber die Not hat oder, ne, was heißt Not, oder die Professionalität, sich beim anderen Stromnetz zu bedienen, muss ich auch an Kosten sparen denken. Ne? Aber wenn man irgendwo sich Strom hernimmt, nicht weiß, was man da, wo man gerade drauf zugreift, wer weiß, was da manche Leute bauen, keine Ahnung, gibt es halt diese Schutzschalter, dass wenn man da in eine Steckdose im Haus geht, sicher geht, dass man kein Gefenster kriegt dahinter, um es mal kurz zu sagen. Genau. Wenn ihr eine Kabeltrommel nutzt, nicht jetzt hier einfach einen Stecker reinstecken und so den Verbraucher anklemmen. Was macht man mit einer Kabeltrommel? Komplett ausrollen. Komplett ausrollen. Warum? Warum? Wärmeentwicklung. Richtig, Magnetfeld. Magnetfeld, ne? wie eine Spule. Ne? Und dann fängt es an zu schmelzen. Das heißt, du bleibst da stehen und ich lege mal kurz das Kabel ab und wir nutzen das Ding mal kurz. Ja, können wir gerne machen. Also viele sagen, ja, komm her, eben mal schnell nutzen und so. Ist so uncool, wenn man das auswickelt. Ne? Nein, das ist richtig professionelles Arbeiten. Also wer das so macht, hat es begriffen, ist der Coolere von den anderen. So. Wir haben jetzt komplett ausgefahren. Einmal eine Zugentlastung, wenn einer da drüber stolpert, dass er nicht gleich alles rausreißt. Und genau, und hier hast du, bevor du weitermachst, machst du einmal noch einen Test, ob er wirklich funktioniert. Dafür gibt es so eine Testfunktion, dass er auslöst. Ja, und das war schnell. Einfach. So, Kabeltrommeln, Stolperfallen kann man auch im Bereich der Lampe anstellen. Genau. Darum geht es hier. Also das war mit Absicht. Da wollten wir jetzt an der Stelle auch extra drauf eingehen. Genau. Mikkel, vielen Dank. Ja, gerne. Wir bauen das ab und super. Und lass mal ein Gefällt mir für die Johanniter da. Ich liebe sie einfach. Hammer. So, bis dann.